Wir gehen rein, Ladies and Gentlemen, hier ist das neue Hugo-Video. Ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip-Compilations zu sehen. Was macht er eigentlich? Ist er noch aktiv? Er hat es wirklich, ich muss echt sagen, Riesenrespekt, dass er gesagt hat, hey, ich mache kein Twitch mehr. Dass er gesagt hat, ich mache jetzt YouTube, ich konzentriere mich auf andere Dinge, dass er sich diese Schritte, die würden die meisten nicht machen, weißt du, da gehört schon viel dazu, weil er sein Leben selbst in der Hand hat und selbst bestimmen will. Er ist krass, er hat ausgesorgt, ne? Der macht Kondome, der macht nur noch Unternehmen zum Spaß. Hier, Gummis, bleibt. Letztens sehe ich eine Instagram-Story, ich habe gemerkt, meine Community, wir haben jetzt Gummis auch in XL. Komm, hier, zack, bam, alle Größen, ne? Das ist auch einfach ein netter Mensch, nur verstehe ich immer nicht, was er mir sagt. Und wisely. Ey, ich gehe heute Little Rally von einem Döner geedet. Alter, was? Jeder will auf einmal US-Rapper sein. Doch jetzt mehr als ein halbes Jahr später gab Kevin sein Comeback auf Twitter preis. Nur Spaß. Er ist wieder in meinem Mund. Er ist wieder da. Hat Papa gesagt, man darf wieder Clips von ihm zeigen. Ja, wichtig. Ich hatte schon Schwierigkeiten, mich an dich zu erinnern. Wem ging's genauso? Eins in Chat. Was, das Problem ist wirklich, wie viele Menschen haben ihn nicht mitgekriegt, bei denen Mama das erste Mal das Handy gekauft hat jetzt und die auf YouTube, oh, Hugo-Video, die Zeit, die Hugo-Ära davor nicht kannten. Der hat die ganzen 12-Jährigen verloren. Die gilt es jetzt wieder zu gewinnen. Support in den Chat. Hallo! Alter, es kommen 180! Dumm, Alter. Ich komme in 180 Sachen an, Schock, und du bist so bescheuert und fährst da raus. Nee, das war kurz richtig brenzlig, Alter. Bro, das war... Pass auf, nicht, dass hinter dir einer ist. Hallo? Ich kann mich solche Idioten. Was läuft, willkommen. Bruder, was ein Intro. Ist ein echtes Hugo-Video. Es ist ein hungriger Hugo-Video. Und ich denke mir, krass, was war das gerade? Okay, ey, der Unterschied zwischen einem hungrigen und einem satten Video ist krank. Ganz anderes Level, ne? Damit ist damals alles gestartet. Erinnert euch an das Angelcamp-Video? War, wie er es geschnitten hat? Krass. Also ich glaube, dass jetzt ein krasses Video kommt. Hugo, bitte übertriff dich. Und zum nächsten Video. Hey, wer ist das denn, Digga? Jetzt sehe ich das erste Mal den Videos. Ist das ein neuer Streamer oder Newcomer oder was? Mein Gott, ist der hässlich, Digga. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Was ist denn bei ihm kaputt, Digga? Jetzt schaut euch mal den Innenraum an. Das ist halt schon wieder... Das ist halt schon krass. Was ist das? Oh, Alter, die Musikauswahl. Scheiß auf die Menschen da. Die Musikauswahl. Was jucken mich die? Do you have the time to listen to me while about nothing and everything I want? I am one of those melodramatic fools. No running to the bone, no tell nobody. Because I have now in the tree. Go on, have it up. Missing one, get it up. And I just paranoid. Yeah, yeah, yeah. Bruder, dieser Song ist ja wirklich, huh? Das war meine Jugend, ehrlich. Ich habe dieses Lied, ey, wer kennt sie noch? Ich habe dieses Lied wirklich geliebt. Oh, so ein krasser Song, gell? Zugabe auf Malle, der neue Song, ne? Do you have...
Das ist halt schon wieder. Das ist halt schon krass. Also, was ist das für. Bruder, mit deinem Billoflex, Alter. Wer kauft sich denn ein Auto mit gelbes Sitze? Ich meine den Innenraum an. Das ist halt schon. Möble. Alle, die jetzt sagen, ich kann mir das Auto nicht leisten mit mir zusammen. Dreck, Alter. Immer Dreck. Dreck, Müll. Wapp mit deinem Scheiß, Alter. Wir werten so eine Gurke. Wir werten so einen Dreck. Müll. 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 Ich habe einen Dacia, der hat alles. Und es bringt mich von A nach B. Ich muss ja nur von A nach B. Schon wieder. Das ist halt schon krass. Also was ist das für ein Vibe? Warum feiert der Gelb so in der Kombi mit Lila? Gelb mit Lila habe ich noch nie kombiniert. Ey, warte mal. Welche Comicfigur ist das? Heißt der Grunge oder so? Wie heißt denn diese Comicfigur? Grunge? Waluigi! Waluigi! Ja! Ist nicht ganz, Waluigi. Oh, ist fast. Wario! Ja! Das ist einfach original Wario. Es ist einfach original Wario. Brody, du bist es. Die Maske auch. Ja, warte mal. Nee, die Maske ist es nicht. Du hast ja gar keinen Plan. The hotel offers around 40 different activities and this one is very popular. Ich glaube, die Ruhr hat Szene im Neuesten. Ich will mal Gebauer lieb ich bleib. Da muss ich aus Mitleid auch mal bald mal wieder eine Uhr kaufen. Weil der ruft gar nicht mehr an. Da musst du mal wieder eine Uhr bestellen, dass der auch, weißt du, mal zum Geburtstag gratuliert. Aber geile Szene, gell? Different activities and this one is very popular. Ich glaube, die Rohat-Szene im neuesten Video kam gut an. Ja! Warum hast du diese Wette abgeschlossen? Guck mal, er hat gesagt, wenn sehr, sehr stark an dieser Stelle. Hast du es noch nicht gesehen? Er hat gesagt, sehr, sehr stark. Der wurde nicht so hochgenommen. Komm, ist gut jetzt auch mal. Nächster Clip, oder? Ich werde doch dieses Kiffer-Image niemals los. Junge Heranwachsende in der Sucht. Marihuana, harmloses Gute-Laune-Mittel oder doch gefährliche Droge. Mein Weed, mein Gras, mein Stash, mein Fisch, mein Bubble, mein Ganja, mein Pop. Boah, das ist das Krankeste, wenn sich Hugo aus irgendeiner Hartz-IV-Doku diese Dinger rauszieht, ne? Das hat er bei mir auch schon gemacht. Mit was hat er das bei mir gemacht? In Zeig mir deine Welt laden mich Menschen mit Down-Syndrom zu sich ein. Das ist das absolut Geilste, wenn er das macht, gell? Wer ist von euch auch Kiffer? Wer sagt, ist das normal da gerade? Kurze Frage zwischendurch. Wer kifft? Auch mal bei YouTube in die Kommentare runter. Wer baut selber an? Zwei in Chat. Auch mal hier kurz einmal. Wer baut selber? Wer hat die Pflanzen daheim? Man kann sich die Staatsanwaltschaft ja jetzt die IP-Adressen ziehen. Wunderbar. Wunderbar, kein Problem. Die Aufnahme ist nicht entstanden, nachdem man Nutella gegessen hat. Mein Sensi, mein Push, mein Haze, mein Blaze, reicht vom 1. bis zum 16. Stopp. Wir haben ihn begleitet. 18 Jahre alt, fast 500.000 Follower auf der Plattform Twitch. Doch er hat ein schweres Problem. Are you on video? Yeah. He helped out for the homeless kids in New York. My name is Cordell, with two kids. Alles kleine, kleine Spender, Kinders. And I said, Donker. I'm in a shelter with three kids and a wife. I'm home. And I'm raising money for our kids. Bruder, ich verstehe bis heute nicht, wieso man da keinen Untertitel macht, Alter. Wirklich, Hugo, was ist mit dir? Du faules Schwein. Meinst du, irgendeiner hat es gerade verstanden? Meinst du, irgendwer hat da draußen gerade verstanden? Ich war nicht gut in der Schule. Ja, nichts verstanden. Nichts. Bitte voll Heiliger. Oder cringe. Thomas, weg den rein. Nein. Wenn ich dip, Bruder, wenn mir dip gut schmeckt, dann mach ich diesen hier. Das hab ich davor genauso gemacht. Nope. Mach ich auch ohne Scheiß, sag ganz ehrlich, Chat. Und wer macht auch, sag ehrlich, bei McDonald's? Ganz ehrlich auch mal sein. Gerade mit dem Menü fertig. Gucken, schön die Senfsoße und im Maul ausdrücken. Mit der Zunge rein, Bruder, in die Senfsoße.
Oder schämen sie sich, mit ihrem Nickname im Internet mal was zuzugeben? Ja, wahrscheinlich schämen sie sich eher. Die denken, sie müssen jetzt cool sein. Ja, ja. Mach dir keine Sorgen. Die wollen nur alle cool sein. Meinst du echt? Oder finden die Leute mich wirklich so widerlich wie so ein Schwein? Nein, überhaupt nicht. Die machen das alle. Nur traut sich keiner, das zuzugeben. Könnt ihr irgendwie der Klassenkamerad zuschauen? Ja. Oh, Maschallah. Ah. Der Boden ist ja köstlich. Sie haben extra einen Pizzaofen aus Italien. Hat er bestimmt mal, aber auf keinen Fall so oft wie du. Onkel Monte hat ja alles unter Griff. Was war, Moin, moin, ihr Schlingel. Hoffe, euch geht's gut. Und einen schönen Tag in den Start gehabt. Das wird jetzt in der nächsten Stunde. Jetzt verstehe ich. Ach, komm, hör auf. Ich habe mich noch nie versprochen, oder, Chat? Man verspricht sich wirklich, ne? Ich bin gut da, ne? Ich bin gut im Reden, ne? Nein, ich verspreche mich, glaube ich, echt selten. André und Anna. Finicius, Yoro, Yoder, Anderbara, Nexter, John Luke de Dalumba, Giovanni Reiner, Giorgio Celcini, Vincent Compagnon, Lassina Tratre, Lukas Leinwand, Sergio Mani, Dolowewski, Aymeric Clapperty, John-Oleg Donnerlumpa. Für mich ist normal gesagt, aber für euch ist falsch gesagt. Scheiße, Juli 36, Chat. Oh, verdammt, ich werde im Juli 36. Du wirst hier nicht dein Leben lang irgendwie, ne? Das kannst du nicht, ne? Doch. Wieso? Nee, ich mach da nicht wie Commander Krieger. Dass ich dann wirklich noch mit 52 da sitze. Das ist doch schön. Soll ich dann immer noch die Plastikkrone aufhaben? Na klar. Du wirst 16 und ab dann baut der Körper ab, ne? Du baust ab. Bis 16 geht's hoch und danach geht's nur noch... Dann funktioniert nicht mehr richtig. Ne? So war es auch bei mir dann. Ich habe das gemerkt. Schwierigkeiten hier, Schwierigkeiten da. Da musst du dann auch mal mit der Zunge ran, damit die noch versteht. Weil nicht mehr so. Mein Plätzchen, Digga. Jo, ich denke, wir haben noch eine fette Aktion bei euch im Shop. Du heißt überhaupt nicht Soße, Digga, wenn du keine Soße so viel mitkriegst. Soße, nicht Soße. Bonabila, so war ich hier sitze. Wenn du noch heute einmal Dummkopf zu mir sagst, willst du sagen, dass ich hier bin? Digga, guck mal! Ja, auch mit deinem scheiß Nutella-Brot, das war zu viel Nutella, du Dummkopf. Natürlich nicht mehr, oder? Ach, ihr könnt mich am Arsch lecken, ekelhaft. Ey, aber Nutella kann man nicht zu wenig drauf machen. Warum ist Nutella zu viel? Für was kaufe ich da Nutella, wenn die Scheiße nach Brot schmeckt? Ich mach doch Nutella drauf, dass ich den scheiß Brot nicht schmecken muss. Das Brot ist doch nur das Holz. Versteht ihr, was ich meine? Holz, was da ausscheißt. Wie bei so einem... Wie die Steinplatte beim Steak. Weißt du, was ich meine? Aber ich hab's noch nie probiert mit dem weißen Zeug drunter. Ihr... Vertraut mir, fragt Rohat jetzt, wie er das fand. Er fand's lecker. Er sagt, es eklig. Ah. Bruder, wenn Rohat zu euch sagt, das ist eklig, dann ist er Wallabilla der größte Hurensohn, den es gibt. Ich sag dir hart auf hart, ist schon eklig. Und Monte, weil ich weiß, dass du das hier siehst, will ich dir jetzt noch zeigen, was Rohat und Abo noch alles so bei dir zu Hause anstellen, außer zu klauen. Warum klauen die bei mir immer alle? Erstens, sie krümeln und furzen alles voll. Ich bin deswegen Schokolade, Digga. Alter, hinter dem willst du nicht stehen, ey. Ohne Scheiß, Alter. Da kommen die Florida-Hurricane-Gefühle hoch, Alter. Der weht dich weg. Oder der bummst dich um. Wenn du hinter dem stehst, was kommt denn da raus? Da kommt der fliegende ICE, der Zug nach Hogwarts, bumm, in your face, hinter dem willst du nicht stehen. Ich bin deswegen Schokolade, Digga. Zweitens, sie füttern Kylo falsch und zu viel. Du musst stehen bleiben, warte, dann gebe ich dir sonst was nichts. Ja? Warte, ich hab nicht okay gesagt. Ich hab nicht... Er ist das einfach. Okay, noch einmal, aber noch nicht. Warum? Wie viel gibst du ihm? Oh, das ist runtergefallen. Drittens, sie machen komische Sachen auf deinem Teppich. Die kurdische Masse. Darf ich vorstellen? Meine Badewanne. Oh. Okay.
Okay, ich glaube, du hast jetzt genug gesehen, um zu wissen, dass das mit den beiden nicht mehr lange gut geht. Wenn du nicht schnell handelst, passiert bald sowas. Ey, aber schnittleistungsmäßig? Super. Verstanden? Nichts. Wir halten zusammen gegen dich, Hugo. Wo sind die Dicken? Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Ey, wenn man den Originalclip kennt, was ist denn mit Carsten los, Alter? Dann verreist's ein. Das Einzige, was mich in dieser Geschichte so ein bisschen gewundert, das ist, warum hier nur... Carsten! Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Was war das? Oha, verdammt. Und gleich in Wildes Wohnzimmer. Es lacht keiner, haben wir uns verstanden? Hier wird nicht gelacht über sowas. Aber es gibt eine Person, die beim Spielen noch mehr Spaß und... Ich oder nicht, Chat? Es muss ich sein. Ich spiele viele Spiele. Jetzt muss ich kommen. Gute Laune hat als Carsten. Kapier's nicht. Kapier es nicht. Drachenlord bei Assassin's Creed. Ich kapier das einfach nicht. Ey, eigentlich müssen wir diesen Drachenlord, ne? Also ich habe mich nie mit dem beschäftigt, ne? Ihr wisst wieder mehr wie ich. Aber eigentlich muss der doch mal irgendwo, muss der doch mal bei uns in der Show kommen, oder? Oder? Chat, ist das, ist der, oder ist der irgendwie verrufen, hat der Scheiß gebaut? Das weiß ich nicht. Also für mich wirkt der immer wie so einer, wie so ein Lustiger. Nein, bitte nicht. Okay, bitte nicht. Oh, ihr hasst den alle? Warum hasst ihr den denn? Knast? Der hat sich ein Dildo in den Arsch gesteckt? Ja, aber ist ja, da ist ja, das ist ja jetzt per se nichts Ungewöhnliches. Okay, Alter, wie viele Straftaten schreibt ihr hier rein? Ja, was stimmt? Jetzt kann ja nicht alles stimmen. Okay, also ich merke, ihr wünscht ihn euch nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich hoffe das nicht. Das ist nicht normal. Assassin's Creed. Mehr Spielspaß denn je zuvor. Verdammte Scheiße. Ich hasse es. Gamer, aufgepasst. In unserem neuen Teil Assassin's Creed Valhalla erwarten dich... Oh, willkommen. Willkommen. Boah, ich krieg die Grenze. Hängt eure Gegner. Halt die Fresse, das interessiert mich nicht. Assassin's Creed Valhalla. Was soll ich machen? Du scheiß Idiot, Alter! Verflucht doch mal! Ich hasse das! Ich bin niemand, der wahllos rumbrüllt. War ich damals nicht, bin ich heute nicht. Was soll denn machst du das, Alter? Du blöder Hübschsohn! Was soll denn machen, Alter? Du sollst da los! Ich raste aus mit der Steuerung! Was ist das? Jeder gute Gamer war... Ich mag ihn. Wirklich. Ich mag ihn. Aber krass auch, habt ihr es gesehen? Hugo... Placement, ne? Das war ein Placement. Der hat die Werbung echt geil gemacht. Es liegt natürlich nie an einem selbst, sondern immer an der Steuerung. Was ist denn mit der Steuerung? Hier liegt es dazu auch noch Lirim! An dem Charakter, den danke! Verdammt nochmal, Ezio! Ezio, hey! Lirim Zendeli! Ezio, du bist ein verdammter Vollidiot! Mann, Ezio, Alter, ohne Scheiß! Ach komm, Alter, Ezio. Der macht schon wieder nur, was er will. Ezio, was tust du denn da schon wieder? Vollidiot! Schauen wir mal, ob Rainer und Ezio gemeinsam ihre Quest erfüllen, diesen leuchtenden Mann hier zu fangen. Was zur Hölle machst du da? Du scheiß Idiot, Alter! Verflucht doch mal! Ich hasse das! Ey, Chat, das Video war wirklich schon wirklich Müll. Nein, ey, was haben wir gelernt? Papa Platte! Ist wieder am Startchat. Papa Blatt, freut uns das? Ja, ne? Freut uns. Papa ist wieder da.